In der heutigen Ausgabe geht es um die Frage, was kostet ein Führerschein? Das hier ist mein Führerschein, den habe ich vor 16 Jahren gemacht und damals habe ich ca. 1200 Euro dafür bezahlt. Heutzutage kostet das viel, viel mehr, nämlich so zwischen 3000 und 4000 Euro. Warum das so teuer geworden ist, das erfahre ich heute in der Fahrschule von Steve. Steve, bei mir ist es jetzt schon ein paar Jährchen her, als ich meinen Führerschein gemacht habe. Ich kann mich so dunkel erinnern, was man dafür alles braucht. Vielleicht sagst du uns noch mal, was muss ich alles mitbringen? Also bevor du mit der Praxis und mit der Theorie beginnen kannst, müsstest du einen Erste-Hilfe-Kurs absolvieren. Mhm. Du müsstest ein aktuelles Passfoto von dir machen und du musst einen Sehtest machen. Wenn du das alles zusammen hast, dann musst du bei der Fahrerlaubnisbehörde einen Führerscheinantrag stellen. Okay. Und wenn der genehmigt ist, dann können wir weiter fortfahren. Für Erste-Hilfe-Kurse gibt es verschiedene Anbieter. Bei den Johannitern in Leipzig kostet der Tag mit 9 Unterrichtsstunden 45 Euro. Können Sie für ganz viele Sachen natürlich auch einsetzen. Führerschein zum Beispiel braucht man auch für Trainerscheine, betriebliche Ersthelfer und vor allen Dingen das gute Gefühl, Menschen gut helfen zu können. Den Sehtest kann man bei Optikern oder beim Augenarzt machen lassen. Optiker berechnen dafür ca. 7 Euro oder es kostet gar nichts. Warum ist das so? Warum muss ich dafür nichts bezahlen? Das ist einfach eine Serviceleistung. Das ist eine Serviceleistung. Okay. In der Hoffnung, dass viele eine Brille brauchen und dann bei euch die Brille bestellen. Perfekt. Für Passbilder ist die qualitativ hochwertigste, aber auch teuerste Variante das Fotostudio. Etwas preiswerter geht's am Automaten oder man macht sie selbst am Computer. Das kostet gar nichts. Wichtig ist, es muss ein biometrisches Foto sein. Das bedeutet, einfarbiger, heller Hintergrund, das Gesicht gut ausgeleuchtet und scharf. So. Dann hast du hier einmal deine Fotos. Super, die sind sehr schön geworden. Was kostet mich das jetzt? Das sind jetzt die 4 Stück für die 22,99. Okay, 22,99. Das heißt, ich habe jetzt alles zusammen und jetzt kann es losgehen mit dem Führerschein. So, Steve, ich habe alle Stationen abgearbeitet, habe mir angeschaut, was das so kostet und könnte jetzt theoretisch, wenn ich jetzt noch keinen Führerschein hätte, den Antrag stellen. Kostet der denn eigentlich auch was? Ja, der Führerscheinantrag kostet natürlich auch Geld, und zwar 49,80 Euro. Okay, und das heißt, wir könnten jetzt aber, wenn ich den Antrag hätte, könnten wir jetzt losstarten mit der ersten Fahrstunde? Nein, das könnten wir noch nicht. Du müsstest erstmal die Theorie besuchen. Der Theorieunterricht beträgt mindestens 14 Doppelstunden à 90 Minuten. Ob man dann fit für die Prüfung ist, entscheidet jeder selbst. Viele brauchen länger, denn die Theorieprüfung ist nicht ohne. Im vergangenen Jahr ist so gut wie jeder zweite Prüfling durchgefallen. Tritt man ein weiteres Mal zur Theorieprüfung an, kostet das bei TÜV oder DEKRA wie beim ersten Mal erneut 25 Euro. Und auch die Fahrschule muss wieder für die Prüfung bezahlt werden. Hier sind das 89 Euro. Hast du vorher, bevor du mit der Fahrschule angefangen hast, die Preise auch kalkuliert? Ja. Und was sagst du zu den Preisen? Schon teuer. Schon sehr teuer. Mit was rechnest du? Ich denke mal, so mit 3000 Euro bin ich gut dabei. Das heißt, du finanzierst dir diese 3000 Euro dann auch komplett alleine? Komplett selber, ja. Den größten Teil der Kosten machen die Praxisstunden aus. Bei Fahrlehrerin Saskia in Leipzig kostet eine Stunde 79 Euro. Wie viele Praxisfahrstunden brauche ich? Naja, der Schnitt der Schüler hat so circa 35 Stunden. Und was kostet eine Fahrstunde bei euch? Wir haben jetzt 79 Euro für 45 Minuten. Okay. Wie viele Fahrstunden muss ich denn Minimum haben, wenn ich jetzt auch zum Beispiel Geld sparen möchte? Also das Gesetz schreibt vor, die Sonderfahrten, das sind die 12 Stück. Das heißt, da sind 5 Überland drin, 4 Autobahn und 3 Nachtfahrt. Das Problem ist, viele denken jetzt, okay, ich muss ja eigentlich nur 12 Stunden machen. Und gehen mit der Einstellung ran, naja, das reicht ja auch für die komplette Fahrschule, mehr das, als das brauche ich ja nicht, na, weil das ist ja gesetzlich Pflicht. Das Problem ist ja aber... Also ich brauche nur 12 Fahrstunden, um meinen Führerschein zu machen. Theoretisch ist das so. Praktisch hat ein Schüler in Leipzig im Schnitt 35 Fahrstunden bis zum Führerschein. Das ist fast 3-mal so viel wie das gesetzliche Minimum. Aus Fahrschülern sichere Autofahrer zu machen, braucht einfach Zeit. Es gibt jetzt mittlerweile einen Fahraufgabenkatalog. Da steht also genau drin, was soll der Schüler können, was gibt es für Beobachtungskriterien. Und das ist natürlich alles ein bisschen komplexer geworden über die Jahre. Daher kommen auch diese vielen Stunden.
Vor einem Jahr hat die Umschau Fahrschüler in Dresden bei ihren ersten Fahrstunden begleitet. Ja, ein bisschen staller. Bist du in der 30er-Zone, machst du nicht? Ach so, jetzt bin ich in der 30er-Zone. Ja, Verkehrszeichen sehen. Dittim. Wo kommst du denn? Du hast auf, dass hier eine Einbahnstraße ist. Ja, cool. Das ist eine Sackgasse. Eine Sackgasse, ja. Ich glaub's nicht. Direkt durchgefallen, erste Sekunde. Jetzt haben wir gerade Jonas getroffen, der von seiner Prüfung kam. Du hast bestanden, oder? Ja. Habe ich. Herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Wir beschäftigen uns übrigens mit den Kosten von einem Führerschein. Ja. Hast du schon alles bezahlt? Ich persönlich noch nicht. Das haben meine Eltern übernommen. Ja. Ich glaube, der Preis liegt mittlerweile bei knapp 4.000 Euro. Da ist einiges zusammengekommen an Kosten. Bei welchem Betrag sind wir denn jetzt? Ja, Julia, du hast 699 Euro für den Grundbetrag bezahlt. Dafür hast du alle 14 Theoriethemen absolviert. Du hast 99 Euro für das Lehrbuch und die Lern-App bezahlt, 89 Euro für die Theorieprüfung, DEKRA-Gebühren 24,99 Euro. Dann hast du die Praxis, mal angenommen mit 35 Fahrstunden, was so der Durchschnitt in der Stadt Leipzig ist, zu je 79 Euro a 45 Minuten. Dazu kommt natürlich die Praxisprüfung für 269 Euro zuzüglich 129,83 DEKRA-Gebühren. Also sind wir insgesamt bei 4.104,82 Euro. Das ist eine ganz schöne Hausnummer. Warum ist das denn so gestiegen in den letzten Jahren? Wodurch ist das gekommen? Also in meinen Augen gibt es drei Faktoren. Das ist einmal Personalmangel, Anstieg der allgemeinen Betriebskosten und natürlich auch die Anforderungen an den Fahrschüler. Das liegt einfach daran, dass wir jetzt ein viel dichteres Verkehrsaufkommen haben, eine viel umfangreichere Prüfung. Jetzt werden also auch Fahrerassistenzsysteme abgefragt und auch die Fahrzeuge werden immer technisch komplizierter. Und das muss der Schüler natürlich alles beherrschen können. Und die Fahrzeuge an sich sind wahrscheinlich auch teurer, oder? Das durchaus, ja. Also wenn man das vergleicht mit einem Golf, der hat sicherlich vor 3-4 Jahren noch 10.000 Euro weniger im Grundpreis gekostet. Natürlich auch die Betriebskosten wie Kraftstoff. Oder bei uns eben die Elektroflotte. Wir haben eine ziemlich große Elektroflotte im Fuhrpark. Das bedeutet, man muss ja auch eine Ladestation vorhalten. Das kostet wieder Miete. Der Strom ist in Deutschland leider auch nicht so günstig. Und das treibt die Kosten extrem in die Höhe. Dazu kommt, wie schon gesagt, der Fahrlehrermangel. Das bedeutet, man muss schauen, dass man sich auch das Personal hält, weil wahrscheinlich schon die nächste Fahrschule um die Ecke wieder mit einem besseren Stundenlohn oder mit einer Willkommensprämie wirbt. Und das treibt die Kosten extrem in die Höhe. Autofahren lernen ist in fast allen Ländern Europas billiger als in Deutschland. In Österreich zahlt man weniger als 2.000 Euro, in Spanien im Durchschnitt 1.500 Euro. Und in Tschechien sogar weniger als 1.000 Euro. Komplex ist Autofahren sicher auch in Wien, Madrid oder Prag. Und dass die Schüler dort die komplizierten Autos besser verstehen als bei uns? Ich weiß ja nicht. Ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich meinen Führerschein schon habe. Damals 1.200 Euro bezahlt und jetzt kostet es fast das Vierfache. Aber die Nachfrage ist ungebrochen. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und ansonsten findet ihr hier weitere spannende Videos.